Hallo zusammen, ich melde mich direkt aus dem Sportstudio vom Jübergturm im Sauerlandpark in Hemer und wir sehen hier einmal runter, da können wir schon mal die Strecke sehen, die ganzen Treppen, die bis nach unten führen. Insgesamt 466 Stufen bis hier oben von ganz unten und so sieht das Ganze auch von unten aus. Auf dem Video nicht ganz so zu erkennen, aber in echt auf jeden Fall sehr beeindruckend diese Treppe. Gerade auch wenn man von oben runter schaut, dann wird einem erstmal bewusst, wie hoch man eigentlich hier überhaupt ist. Und das macht natürlich dann schon mal Eindruck für den Lauf, der gleich kommt. Für uns gab es heute 3 Läufe. Wir waren zu dritt, dort Sebastian, Lukas und ich sind als Team gestartet und da haben wir ordentlich abgeräumt. Wir starten hier gleich um 10 Uhr mit dem Adventure Trail Run. Das sind 3 Runden und auch nochmal 3-mal die Treppen da richtig hoch. Und insgesamt gab es dann 60 Hindernisse pro Runde, irgendwie 20 Stück. Die haben ganz schön geschlaucht, aber das seht ihr gleich. Um 15.30 Uhr gab es dann auch noch den Treppensprint hinten dran. Wir haben einfach alles mitgenommen, was heute ging. War nämlich eine richtig gute Veranstaltung, so viel kann ich vorher schon mal sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und definitiv sehr gut organisiert auch. Der Zeitplan hätte gerne ein bisschen enger sein dürfen, da war sehr viel Zeit zwischen. Aber es ging eigentlich, weil man immer etwas zu schauen hatte. Da gab es ja auch noch die Firefighters, aber das sehen wir nachher auch in den Videos. Ich habe mir gedacht, ich lasse heute das Video mal in Echtzeit laufen, weil die Runde ja auch nur 2,5 Kilometer lang ist. Also ein bisschen mehr als 10 Minuten haben wir für die Runde gebraucht. Und dann hört ihr mich auch mal ein bisschen keuchen und so weiter. Dann könnt ihr selber mal mitfühlen, wie der Lauf denn so war. Deshalb lasse ich auch den Sound ein bisschen mitlaufen und kommentiere einfach nur so ein bisschen zwischendurch mal rein. Mal schauen, ob es euch auch so gefällt. Ich denke mal, bei so einem Hindernislauf kann man das machen, weil es auch spannender ist als irgendein Straßenlauf, wo es dann nur geradeaus geht. Hier befinden wir uns bei dem Start für den Trail Run und es wurde gestartet in Blöcken. Ich glaube, es waren 4 Blöcke im Abstand von einer Minute. Macht natürlich auch Sinn, wenn die Strecke relativ schmal ist. Dann staut es sich nicht an den Hindernissen und wir hören jetzt einfach mal zu. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier geht es direkt nach dem Start auch schon über das erste Hindernis, wo ich irgendwie mit dem Fuß auch hängen geblieben bin. Und das war natürlich ein sehr schöner Start, aber macht nichts. Die ersten sind schon losgesprintet wie sonst was. Da zeigt sich natürlich später, dass es dann besser war, sich ein gemütliches Tempo erstmal am Anfang zu suchen, denn es wurde noch anstrengend genug. Auch hier hoch die Rutsche mit Wasser und Schmierseife. In der ersten Runde ging es eigentlich noch, aber in der zweiten Runde gab es da schon einige Probleme hochzukommen. Da musste man dann ein bisschen langsamer hochkriechen. Direkt hinter dem großen Strohhaufen haben wir ein bisschen Zeitfolie ausgelegt, sie nass gemacht und ein bisschen Schmierseife drauf. Also zum zweiten wird's. Hier geht es dann schon die Treppen hoch. Da nimmt man eigentlich immer 2 Treppen auf einmal, damit man einen guten Winkel hat. Ist natürlich keine Treppe wie im Treppenhaus hier. Da gibt es immer so kleine Stücke zwischendurch, wo man dann auch noch laufen muss und solche Sachen. Wir haben uns ein bisschen überschätzt, weil wir die Treppe natürlich auch überhaupt nicht kannten. Wir haben auch bei uns auf dem Land im Dorf überhaupt gar keine Treppen, wo man hier irgendwie mal ein bisschen trainieren könnte. Und das merkt man schon wirklich in den Oberschenkeln, dass man sowas nicht drauf hat. Der später Erstplatzierte, der jetzt gleich an den Treppen auch noch mal kurz an mir vorbeigeht, das war Frederik Töpel, ehemaliger Leistungssportler auch auf der Langstrecke, läuft eine 30er Zeit auf 10 Kilometer. Der wohnt auch hier, konnte an der Strecke auch schon mal trainieren, also der kannte sich aus. Und da war es natürlich klar, dass er mich dann auch in der zweiten Runde hier völlig überholt hat. Ich bin dann auch nur hochgegangen.
weil meine Oberschenkel wirklich gebrannt haben und ich mich auch ein bisschen ausruhen wollte später für den Treppensprint, der war mir dann doch ein bisschen wichtiger. Da habe ich dann einfach die zweite Position gehalten und wollte einfach nur locker ins Ziel laufen. Und er ist dann natürlich an den Treppen hier, so wie hier zu sehen, einfach an mir vorbeigegangen. Während ich in der zweiten Runde gegangen bin, konnte er noch locker hochlaufen. Da zeigt sich natürlich dann der Unterschied, wer solche Treppen schon mal gelaufen ist und wer halt nicht. Für die nächsten Treppenläufe, jetzt auch in Essen und in Münster, werden wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen, wie wir da trainieren können. Da zeige ich euch dann auch mal ein paar Videos, wie man sich für sowas vorbereiten kann. Hier sind wir endlich oben angekommen, völlig aus der Puste, also man ist schon richtig fertig, wenn man hier hochgeht. Der Treppensprint ging nachher hier noch den Turm noch weiter bis ganz nach oben, aber für uns reichte das jetzt auch erstmal. Da konnte man sich erstmal hier so ein kleines bisschen erholen, obwohl auch nicht wirklich, denn dann kamen auch schon die ersten Hindernisse. Ich fand die Strecke eigentlich wirklich sehr gut, also es gab immer viele kleine Hindernisse, unterschiedliche Strecke und so weiter. Die Strecke ist relativ schmal, das mag ich eigentlich. Das kommt so im Traillauf eigentlich am nächsten, also auf jeden Fall besser als so eine breite Strecke, wo die ganze Zeit nur Asphalt ist oder sowas. Hier gibt es dann auch schon die Paletten, wo man dann hoch konnte. Eigentlich das einzige Hindernis, wo man Handschuhe gebraucht hätte, aber ich habe sie doch unten liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, so viel Wasser ist jetzt auch nicht. Das geht auch ohne. Lukas, der hat sich seine Hände irgendwie ein bisschen blutig geschlagen. Ich weiß nicht wo, wahrscheinlich hier. Aber alles kein Problem. Hier sind wir eigentlich die ganze Zeit zusammengelaufen, Frederik immer direkt hinter mir. Ich bin eigentlich auch relativ locker gelaufen, hier noch so ein paar kleine Hindernisse immer zwischendurch. Das hält natürlich auch auf und man muss sich definitiv konzentrieren, dass man nicht irgendwie einen falschen Schritt macht. Ich mag das eigentlich sehr gerne mit diesen kleinen Wegen, immer sehr viel Abwechslung hier drin, mal über den Spielplatz, hier so einen kleinen Berg runter, hier springen, da springen, also das macht einen Traillauf auf jeden Fall für mich aus, dass man nicht nur ein Hindernis hat und dann lange Zeit nichts, sondern dass man hier wirklich alle paar Meter ein Hindernis hat. Hier wusste ich erst nicht, wo es lang geht, da stand leider noch keiner, in der zweiten Runde war es besser. Hier bin ich dann einfach quer durch die Wiese gelaufen. Ansonsten war die Strecke eigentlich sehr gut abgesperrt und es gab auch keine Zuschauer oder sowas, die auf der Straße rumgelaufen sind. Also alles eigentlich tipptopp. Hier geht es dann schon auf das nächste Hindernis zu, auch so ein kleiner Spielplatz, wo überall so Slacklines und so weiter gespannt waren. Da denkt man auch immer, das ist ja eigentlich nur so ein kleines Hindernis, aber das bringt einen schon ganz schön aus dem Tritt und aus der Puste. Da muss man sich auch konzentrieren. In der zweiten Runde bin ich auch noch fast über so ein Ding drüber gefallen. In der zweiten Runde bin ich auch hier drunter hergegangen, nicht drüber, aber das war eigentlich kein Problem. Hier sehen wir Sebastian noch mal kurz am rechten Rand. Und dann geht es auch schon auf das Wasserhindernis zu. Hier sehen wir die drei Wasserhindernisse. Hält natürlich ganz schön auf, vor allem wenn man dann auch nass ist. Und das Wasser war relativ kalt, aber eigentlich noch machbar. Es gab keine Krämpfe oder sowas. Eigentlich ganz lustig. Ich habe mir nur gedacht, hier direkt nach dem Wasser in den Sand, das kann ja richtig schön werden, wenn der Sand dann an dem Körper klebt, an den Fingern klebt. Aber da muss man halt durch, dafür ist es ja auch ein Trailrun. Hier gilt es dann einfach nur den Kopf unten halten und warten, bis man durch ist, gar nicht nach oben schauen oder sonst was, sondern einfach nur einen Rhythmus finden und durch da. Das strengt natürlich ganz schön an, dieses Kriechen, aber wenn man dann hier wieder oben ist, sind auch die Füße voll mit dem Wasser und dem Sand ziemlich schwer geworden eigentlich. Da kann man erstmal ganz locker weiterlaufen und sollte es nicht übertreiben, erstmal ein bisschen trocken werden.
Nach 100 Metern, die man sich ein bisschen ausruhen konnte, kommen wir hier in den Skaterpark. Also die haben wirklich alles mitgenommen, was es hier im Sauerlandpark gab. Macht natürlich richtig Spaß, auch wenn man so viele Sachen mit einbauen kann. In der Runde habe ich noch die Seile benutzt, aber in der zweiten Runde einfach nur hochgelaufen. Das geht, wenn man genug Geschwindigkeit drauf hat. Und hier sieht man auch, dass der Frederik die ganze Zeit neben mir gelaufen ist. Und ich wusste erst nicht, wer er war und hatte mir eigentlich gedacht, komm mal, dass ich es vielleicht schaffen könnte, mich ein bisschen abzusetzen. Vor allem, weil ich später auch mal 50 Meter Vorsprung hatte. Aber an der Treppe hat er mich dann halt wieder bekommen und hatte dann auch direkt wieder ein, zwei Minuten Vorsprung. Hier einfach mal auch wieder durch so einen kleinen Spielplatz unterschiedliche Böden und so weiter, an die man sich natürlich anpassen muss. Hier läuft man immer ein bisschen schräg, Wiese, Asphalt, alles drin. Da muss man sich natürlich auch sehr konzentrieren, dass man mal nicht umknickt oder sonst was und immer sehr gut aufpassen, wo man den nächsten Schritt hinsetzt. Dann geht es auch schon auf das nächste Hindernis hier zu wiederkriechen. Das wurde in der zweiten Runde dann schon ein bisschen, ja, rot an den Beinen, sag ich mal. Vor allem, wenn man die nassen Beine hatte mit dem Sand und dann über den Boden rutscht. Da gibt es dann schon mal Stellen, wo man auch vielleicht anfängt zu bluten. Vor allem, wenn man hier durch so Stachelsträucher robben muss. Aber das macht natürlich auch Spaß. Hier laufen wir natürlich auch durch die Gärten vom Sauerlandpark. Also es gab auch sehr viel zu sehen und deshalb mag ich das auch, wenn die Strecke so relativ klein ist. Ist natürlich für mehr als 300 Leute dann auch zu viel. Von daher war die Anzahl der Teilnehmer schon richtig gut. Hier kommen wir auf das Klettergerüst zu. Da konnte man sich so einen Rhythmus suchen, quasi wie man da durchkommt. Hat eigentlich sehr gut geklappt. Ein bisschen springen zwischendurch. Und dann hier diese kleine Wende und nochmal dadurch. Da hatte ich den Frederik dann auch noch gesehen und hatte mir eigentlich schon gedacht, dass ich ja jetzt schon ein bisschen Vorsprung hätte und dass er es vielleicht nicht hinterher schaffen würde. Aber man wird natürlich später immer eines Besseren belehrt. Hier nochmal durch die Gitter und wieder Rhythmus finden. Danach konnte man sich ein bisschen ausruhen, bis es zum nächsten Hindernis kommt. Also bewerten kann ich den Lauf auf jeden Fall schon mal top. Kann man nur beide Daumen nach oben geben und den auch für nächstes Jahr empfehlen. Da empfiehlt sich natürlich, sich relativ früh anzumelden, wenn das Teilnehmerfeld nur maximal 300 Leute beträgt. Ich hätte mir auch denken können, oder ich kann mir auch denken, dass man vielleicht die Strecke ein bisschen länger macht, nur zwei Runden, und dann halt ein bisschen mehr Leute starten kann. Denn in der dritten Runde ist man schon bei vielen Leuten aufgelaufen und hat sie überrundet. Aufgehalten hat das nicht wirklich. Das war mir sowieso dann egal, ich wollte ja eigentlich nur noch den Platz 2 dann halten. Hinter mir kam Sebastian dann ins Ziel und wir haben natürlich auch die Teamwertung damit Lukas geholt, der auch sehr schnell unterwegs war. Wir sind ja auch als Team danielpoge.de gelaufen. Das mache ich eigentlich immer so, damit die Leute auch später sehen können, wo sie denn das Video anschauen können. Denn ansonsten weiß man natürlich nicht, wer überhaupt der Kerl mit der Kamera war und wo man das Video nachher findet. Hier sehen wir nochmal den letzten Spurt auf die Zielgerade quasi. Das war die erste Runde. Die nächsten drei habe ich nicht aufgenommen. Wie gesagt, der Frederik ist an der Treppe dann einfach so an mir vorbeigehuscht, weil er natürlich hier schon Erfahrung hat und auch generell der bessere Ausdauerathlet ist. Das war klar. Platz 2 bin ich sehr zufrieden mit für diesen Lauf. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir schauen uns jetzt aber noch die anderen Läufe an, die Kidsläufe und den Treppensprint. Der kommt jetzt auch noch. Hier auf jeden Fall nochmal das Ergebnis. Frederik vorne, dann kam ich, dann Sebastian. Und später auch auf Platz 12 der Lukas. Und damit haben wir dann auch im Endeffekt die Teamwertung gewonnen mit fast 17 Minuten Abstand zum nächsten Team. Also da waren wir wirklich sehr schnell unterwegs. Wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet, auch wenn es nicht auf die Treppen
ging, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch dass es eine Teamwertung gab. Bevor wir jetzt aber zum Treppensprint kommen, hier nochmal etwas Lustiges, und zwar der Kids Run. Es waren, glaube ich, irgendwie 600 Meter. Später auch nochmal für die älteren Schüler, da gab es dann 1600 Meter, soweit ich mich erinnere. Und da schauen wir uns einfach mal an das Spektakel, weil das war schon ziemlich lustig, gleich auch vor allem an der Rutsche. Auf dem Parcours. Und die ersten nähern sich schon den Stromballen. Sind schon mit ihren lockeren Beinen. Und dann gibt sie Schmierseife für schmierige Zeitkurve. Und damit das auch so ein bisschen unterfeuchtet wird. Und hier sind wir wieder an der Rutschbahn. Das war natürlich ein richtiges Spektakel für die Kinder, weil die da kaum hochgekommen sind. Die haben den Baum da richtig auseinandergepflückt und ich wundere mich wirklich, warum das Band hier an der Seite gehalten hat. Normalerweise reißen die, aber da standen später irgendwie 10 Kinder oder so dran, die dran gezogen haben. Aber schaut es euch selber an, ist auf jeden Fall definitiv sehr lustig gewesen. Also wirklich Chaos pur hier auf der Strecke und wahrscheinlich für die Eltern genauso wie für die Kinder, aber natürlich auch sehr spaßig da zuzuschauen und das lohnt sich natürlich auch dann hier mal mitzumachen. Und vor allem hier später, wo die Kids dann durch diese Mülltonnen mit Wasser gefüllt durch mussten, sie konnten natürlich nicht oben drüber schauen, deshalb wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber auf jeden Fall auch wieder lustig anzuschauen und die haben sich wirklich auch sehr angestrengt. Hier gab es auch nochmal einen Endspurt. War sehr lustig, natürlich auch für die Eltern. Die nicht um die Ecke gehört. Ein Riesenapplaus für die ersten drei. Kommt, man kommt, Brust an Brust. Ah, der junge Mann hat gewonnen, ja. Kannst du mir mal deinen Namen sagen? Tim. Das ist der Tim. Und dein Name war bitte? Tim. Tim und Joa. Und das erste Mädel, wer bist du? Damit kommen wir langsam Richtung Treppensprint und erst waren die Firefighters hier dran. Ich glaube, das ist von der Feuerwehr sogar ein richtiger Wettkampf, dass sie öfters sowas machen, solche Treppenläufe. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich denke mal, dass der Sprecher es auch gesagt hat. Sie starten hier immer in Zweierteams und müssen auch bis ganz oben auf den Turm in voller Montur mit Atemmaske und Atemflasche und so weiter. Da gab es unterschiedliche Taktiken, die einen sind schon losgejoggt und die anderen erst losgegangen. Und selbst wenn man hier, wie man hier sieht, schon fällt an der ersten Treppe und sich das Knie aufschlägt, selbst dann machen die Jungs noch weiter und Riesenrespekt auf jeden Fall, dass sie es mit dieser Vollmontur bis ganz nach oben schaffen und das auch noch in unter 5 Minuten. Also das ist schon respektabel, das haben einige noch nicht einmal geschafft, ohne die Klamotten da in der Zeit hochzukommen und deshalb weiß man auf jeden Fall, was diese Jungs auch leisten können. Jetzt geht das 466 Stufen zum Hirns. Zelto hätte ich mal gesagt. Ja, und wir sind alle, da sind extra noch zwei Kollegen, die kontrollieren, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Noch mal jemand? Das sensationell, das vierte Team aus Eber. Ja, ich vermute, gleich so noch der Chef auf der Feuerwehr. Hier also auch mal eine etwas andere Taktik, locker hochgehen. Wenn man ein Feuer oben löschen muss, dann darf man natürlich auch nicht außer Atem sein. Hier sieht man auch nochmal die Treppe zum Turm hoch. Habe ich auch nochmal aufgenommen, weil ich den Treppensprint ja nicht mit Kamera gelaufen bin. Aber hier geht es auch nochmal so richtig hoch und da schmerzen die Beine wirklich richtig. Ich habe sie kaum noch gespürt und manchmal musste ich zwischendurch ganz kurz gehen und habe mich dann noch ins Ziel geworfen am Ende. Der Treppensprint wurde einzeln gestartet im Abstand von 20 oder 30 Sekunden. Und dann ging es einfach nur darum, den Kopf auszuschalten und so schnell wie möglich da hoch. Die schnellsten haben es in unter 2:30 geschafft. Ich bin nachher mit 2:46 oben angekommen, obwohl wir schon 5-mal insgesamt oben waren, 3-mal beim Trail hochgesprintet sind und auch noch so mal hochgelaufen sind.
Da waren die Beine wirklich richtig leer, aber wir sind natürlich auch froh, dass wir es dann geschafft haben. Aber dafür mit Kamera auf den Kopf. Der überträgt das sofort nach Hause ins Home-Video. Dafür, dass er das zum ersten Mal macht, läuft er engagiert los. Hier auch nochmal die Ergebnisse vom Treppensprint dann. Die Holländer hier beide vorne, die haben sich wirklich sehr gut geschlagen hier, haben alles gegeben. Dann kam schon Tower Running Germany und dann kam ich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch so schnell oben ankommen kann, weil meine Beine wirklich richtig wehtaten. Ich hatte da schon ja, so Muskelkater ähnlich und Krämpfe in den Waden, in den Oberschenkeln vom Traillauf vorher. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da jetzt noch in der Zeit hochkomme. Da wäre bestimmt noch mehr gegangen, aber das zeigt sich dann in Essen nächster Woche. Und auch Sebastian ist wirklich verdammt schnell hochgekommen und Lukas hat in seiner Altersklasse auch den Titel geholt, den großen Pokal. Und da sind wir natürlich alle stolz, dass wir so weit vorne gelandet sind, obwohl wir vorher noch den Trailrun gemacht haben. Und nochmal ein paar Bilder und ein abschließendes Statement. Es war auf jeden Fall top organisiert, da kann man nicht meckern. Die Strecke war sehr gut abgesperrt und keine Leute auf der Strecke. Die Strecke war sehr anspruchsvoll, vor allem natürlich durch die Treppen, die man hoch musste, und die Hindernisse waren jetzt auch nicht zu groß, aber trotzdem fordernd, also wirklich sehr gut organisiert. Vielleicht hätte man die Plane, die Rutschplane für die Kids ein bisschen anders machen sollen, aber es war ein Spektakel und ansonsten kann ich nur beide Daumen nach oben geben. Ich werde definitiv nächstes Jahr wieder hier am Start sein, wenn es den Lauf nochmal gibt. Den sollte man auf jeden Fall beibehalten. Ansonsten wirklich top, kann ich nur empfehlen, solltet ihr auf jeden Fall nächstes Jahr auch mitmachen. Wer sich auch übrigens für solche Hindernisse interessiert, der kann gerne in unsere Gruppe kommen, Free OCR Runners, das ist dann Obstacle Course Racing. Also wir tauschen uns da auch immer aus über die verschiedenen Hindernisläufe, starten da gemeinsam auch als Team. Ich verlinke das mal unten, wer da gerne mitmachen will und sich Infos holen möchte, der kann dort gerne beitreten. Wir freuen uns natürlich immer auf Mitglieder. Für mich geht es jetzt nächste Woche nach Essen zum Treppenlauf. Da mal schauen, vorher noch den Schöppinger Volkslauf am Freitag. Der ganze Juni ist wirklich vollgepackt mit unterschiedlichen Wettkämpfen. Da gibt es jedes Wochenende was. Also freut euch auf viele Videos. Ich sag schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.